Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von OZ. Ja, heute mal nicht so ein fröhliches Thema. Schlecht gelaunt bin ich dennoch nicht. Und zwar hat sich der Lack von meinem Auspuff gelöst. Ja, das könnt ihr hier ganz gut erkennen. Einmal hier und einmal hier. So, natürlich sollte man so schnell wie möglich handeln, damit da kein Rost entsteht. Und wir stellen uns die Frage, wie passiert sowas, warum passiert sowas und wie kann man das vermeiden? Dann würde ich sagen, bevor es losgeht, Daumen nach oben, so wie immer, meine Freunde. Und ja, wir schnacken nicht lang, wir fangen sofort an. Warum passiert das Ganze? Das ist eigentlich ganz einfach, Leute. Und zwar, der Auspuff ist glühend, heißt natürlich Verarbeitungsmängel oder so weiter, schließen wir jetzt einfach mal aus. Ja, weil das passiert doch einigen und öfters. Deshalb, Auspuff glühend warm, glühend heiß, ja, ihr könnt Eier drauf kochen, mit Bacon, ja, die Butter schmilzt, so heiß ist der, geil, aber da fahren die meisten in die Waschstraße und sprühen das Ding ab. So, was passiert? Metall zieht sich total schnell zusammen, ne? Es hat sich ja ausgedehnt durch die Wärme, zieht sich total schnell zusammen und da platzt der Lack ab. Ja, das ist ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich und das ist auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Ja, brauche ich gar nicht wegzudiskutieren. Ich mache es immer. Ich bereite mich natürlich immer vor, ne? Dann mache ich ein Video für euch und so weiter. Ja, letztens habe ich eine Tour gemacht, das Video, wo ich den Medley mit dem Peugeot Speedway verglichen habe. Das könnt ihr euch mal hier oben anschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, da war es dann so eilig, ne? Mein Kumpel wollte dann auch nochmal seinen Speedy waschen und ja, hin und her, da hab ich mich so beeilt, zack, Wasser drauf, bam, der Lack ab. Ach du heilige Scheiße, habe ich mir gedacht. Ja, nicht schlimm. Wir gucken heute, wie wir das reparieren können, dass da kein Rost entsteht und dass das Ganze auch wieder schick aussieht, ja. Weiterer Grund ist mechanisch, ja. Wenn man jetzt mechanisch mit dem falschen Werkzeug hier reinigt, kann man natürlich den Lack auch beschädigen, ne? Der Lack kann ganz schön viel ab. Da braucht ihr euch normal gar keine Sorgen zu machen. Aber man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt genau mal an, was wir alles brauchen. Das ist gar nicht so viel. Da seid ihr für unter 10 Euro locker dabei. Und ihr habt direkt noch ein bisschen Müll verwertet. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt an. Das war's auch schon. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen einen hitzebeständigen Lack. Da habe ich jetzt den von Nikrin. Ich werde hier auch nicht gesponsert oder so. Den habe ich mir einfach gekauft. Der hat 8 Euro bei Amazon gekostet. Und damit habe ich bis jetzt immer Top-Ergebnisse erzielt. Ja, ihr müsst auch nicht immer gucken. Ja, 600. Ja, aber der andere hat 1000 Grad. Das ist Quatsch. Der Auspuff wird gar nicht so heiß. Ja, das habe ich schon alles ausprobiert. Deshalb macht euch ja keine Gedanken. Das ist einwandfrei. Je niedriger die, also immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich, ja. Der Sinn ist ganz einfach, ihr müsst den Lack ja auch richtig erhitzen, damit der Lack auch seine volle Festigkeit erreicht. Das könnt ihr im Normalfall gar nicht machen. Ich erkläre euch gleich warum. Ja, und wenn ihr da jetzt, also hier der braucht 250 Grad, ja, einfach mal so eine halbe Stunde, Stunde ungefähr, dann ist der auch eingebrannt, ne? Das müffelt ein bisschen, dann ist er eingebrannt. Okay, ihr holt jetzt euch einen, der hat 1000 Grad, ja, der kann 1000 Grad ab. Ja, da habt ihr dann schon, da müsst ihr dann 2 Stunden oder so auf 250 Grad erhitzen, damit dieser Lack auch fest ist, ja. Wenn ihr das nicht tut mit dem Einbrennen, auch nicht schlimm, ja, der wird jetzt, das ist einwandfrei. Ihr macht das einfach so und dann läuft das schon, ne? Macht euch keine Gedanken, die volle Festigkeit, ja. Ihr müsst bedenken, der muss ja keine Schläge ab und der muss ja nicht schlagfest sein oder so, ne? Eigentlich kommt ja an den Auspuff nichts dran, ne? Unser erster Gedanke ist natürlich Optik, es muss gut aussehen und vor Rost schützen. So, weiter im Programm. Weiter im Programm ist Schleifpapier. Da bekommt ihr in jedem Baumarkt so ein DIN A4 Blatt. Ja, ich gehe immer hin, ich knick das Ganze einmal, zweimal. So, und dann habt ihr schon die richtige Größe, die ihr braucht. Ganz einfach, es ist egal von welchem Baumarkt, von welcher Firma, der ist jetzt hier vom Bauhaus, das spielt gar keine Rolle. Achtet auch drauf, im schlechtesten Falle für Holz und im besten Falle für Metall. Es ist aber eigentlich egal. Also Holz soll es mindestens sein, weil ihr müsst
wenn schon Rost drauf ist, ne, wenn dann ein bisschen Flugrost drauf ist, müsst ihr das ja entfernen können. Wenn jetzt das Schleifpapier aber weicher ist als das angewendete Material, also das zu bearbeitende Material ist, tragt ihr nun sehr mühselig was ab, okay? Das kostet gar nichts. Also ich glaube, hier das Blatt hat 40 Cent oder 30 Cent gekostet, ja? Und also ihr bräuchtet eventuell vielleicht so eine Fingernagelgröße. Mehr braucht ihr gar nicht, ja? Und aber nicht klauen im Baumarkt. Schön kaufen. So, 400er Körnung habe ich jetzt genommen. Es ist im Prinzip egal. Nur nicht zu grob. Ja, das ist 400. Wenn ihr da zu grobes nimmt, macht ihr mehr Lack kaputt, als ihr repariert. Ihr löst den Lack damit ab. So, ich nehme 400er. Der ist fein genug. Ja. Und der ist grob genug. Es ist schwer zu erklären, aber der ist ideal. Ihr könnt natürlich auch 600er, 800er, 1000er. Drüber sollte es nicht gehen, weil es dann schon zu fein ist und ihr nur sehr mühselig auch ja, die Kanten damit glättet und den Flugrost entfernt. 400er mache ich top, habe also bis jetzt immer top gelaufen. Und ja, ein Stück Pappe, da habt ihr direkt schon Müll hier so Müll verwertet. Einfach hier so ein Teil, ich würde einfach mal sagen, im besten Falle DIN A3 Größe. Ich habe jetzt hier so DIN A4 ungefähr. Ja, alles easy, passt schon. Nächster Schritt: Wasser. Natürlich kein Trinkwasser, das muss ja nicht sein. Es spielt eigentlich keine Rolle. Einfach nur ein klares Wasser, ob man es trinken kann oder nicht. Ob es warm oder kalt ist, ist alles egal. Und ein Tuch zum Wischen. Ich habe jetzt hier so ein Linsentuch, das ist also so ein Brillenputztuch, aber das ist egal, was ihr da verwendet. Benutzt einfach ein sauberes Tuch, bisschen klares Wasser. Und reinigt die betroffenen Stellen mindestens mal. So, da würde ich sagen, wir fangen sofort an. Bevor es zum Lackieren geht, müssen wir natürlich die Fläche auch noch schön anschleifen. Ich habe schon angefangen. Ihr geht hin, holt euch das Schleifpapier, am besten so eine kleine Ecke, und glättet die Kanten, damit nicht noch mehr Lack abbricht. Ja, es muss nicht poliert sein, nur dass da kein Lack abfällt, okay? So, und das macht ihr schön ordentlich. Wenn die Stellen jetzt matt werden, ja, ihr könnt sehen, das ist nicht schlimm, das sieht man gleich nicht mehr. Ja, wir machen das ja hier professionell. So, wenn wir das getan haben, wischen wir noch einmal drüber, feucht. Erst Eigenschaften und Anwendung lesen. Steht alles hinten drauf. Lest euch das ganz gut durch. In meinem Fall, ja, wir haben Außentemperatur 6 Grad Celsius, am besten 15 Grad aufwärts, ja, und möglichst windstill und natürlich im Freien, nicht in einem geschlossenen Raum oder so, weil das Zeug, das stinkt bestialisch, den Geruch kriegst du nicht aus der Bude oder aus dem Keller. Mach das schön in der belüfteten Stelle und tragt am besten eine Schutzmaske und Handschuhe. Pappe zum Schützen rein. Einmal so. Und ganz wichtig ist, noch ein kleines Stück oder so, am besten hier reingesteckt, dass ihr jetzt nicht unnötig, da habe ich schon ein gebrauchtes, dass ihr jetzt nicht unnötig das Hitzeschutzblech, heutzutage Plastik, nicht versaut, ja? Die kräftig geschüttelte Dose nehmen und eine ganz dünne, feine Schicht drüber ziehen. Abstand 15-20 cm. Eine ganz dünne, feine Schicht. Und jetzt müsst ihr das circa 5 Minuten abdampfen lassen, schön lüften lassen. Hilft da gar nicht nach mit einem Föhn oder sonstiges. Einfach so ablüften lassen. Nachdem ihr jetzt 5 Minuten gewartet habt und das Ganze grifffest ist, ja, das heißt, ihr könnt es anfassen, ohne dass es klebt, kommt jetzt die zweite Schicht drauf, die könnt ihr sogar etwas dicker auftragen, aber achtet immer auf den Mindestabstand. So. So, natürlich habe ich jetzt mein Schutzblech erwischt. Das war ja natürlich klar. Jetzt nicht hier rumschmieren. Vorsichtig ab und die Reste kann man dann später mit Benzin oder Nitroverdünnung entfernen, ohne dass da
Rückstände bleiben. Also macht euch da nicht so viel Stress, keine Gedanken, alles immer ganz easy, locker, flockig angehen, dann funktioniert das schon. Und wenn die Schicht jetzt durchgetrocknet ist, nach 10 Minuten könnt ihr die schon anfassen und alles, ne? Gar kein Thema. Aber am besten mal so eine Stunde stehen lassen, natürlich nicht in der Kälte, ja. Und dann einfach mal schön den Auspuff so richtig heiß fahren. Macht's am besten immer vor Natur, ja. Die erste Frühlingstour zum Beispiel, wenn das Wetter wieder mitspielt. Und dann ist das alles easy. So, die ganze Chose ist jetzt abgetrocknet. Ja, Leute, man sieht gar nicht, dass da was war. Ja, ich habe es noch gar nicht jetzt übermäßig heiß befeuert, aber der Schaden ist weg. Jetzt seht ihr natürlich hier noch so dieses Glitzern. Das ist weg nach dem Einbrennen. Und dann sieht der Auspuff aus wie neu. Und genau mit derselben Art und Weise lackiert ihr den auch komplett. Also, keine Angst haben, einfach machen und macht euch da keine Sorgen. Überprüft das Teil immer. Und wenn ihr Lust auf ein Video habt, wo ich sage, worauf ihr achten müsst, wenn ihr den Roller nach einer längeren Standzeit mal wieder benutzt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. So Leute, dann bin ich jetzt auch mal raus, weil es ist eisekalt, obwohl ich eine lange Unterbox anhab. Ich wünsche euch was. Peace!